Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu der Revision 2018. Erstens ist mein Ziel, dass wir bis zum 1. Februar alle Arbeiten, die wir geplant haben, können abschliessen können. Und die zweite grosse Zielsetzung ist, dass kein Unfall passiert. Da möchte ich alle appellieren. Wir schauen nicht auf, wir schauen gut aufeinander schauen. Und wir tragen dann, wenn es notwendig ist, unsere persönliche Sicherheitsausrüstung tragen, ohne Aufforderung. Gehen wir an die Arbeit. He? Danke vielmals. Die jährliche Revision von der Schwebebahn findet jeweils während 2 bis 3 Wochen im Januar statt. Für das muss der Bahnbetrieb eingestellt werden. Bei der Jahresrevision sind immer 2 bis 3 Spezialisten vom Seilbahnhersteller Garaventa zur Unterstützung mit dabei. Das ist ein Blitzschaden. Damit die ganze Mechanik und die Hydraulik von der Schwebebahn einwandfrei funktioniert, wird ca. 120 Liter spezielles Hydrauliköl gebraucht. Die Revision ist nicht nur für die Sicherheit da, sondern auch für den Unterhalt der Schwebebahn und verlängert somit auch die Lebensdauer. Vorgaben für den Betrieb und die Sicherheit werden vom Bundesamt für Verkehr erlassen und jährlich überprüft. Das Bundesamt für Verkehr hat der Sentischwebebahn Konzession und Betriebsbewilligung wieder bis ins Jahr 2025 erteilt.